The integration of Buddhism into Western society is a very big subject. Die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft ist ein sehr großes Thema. And it isn't really possible for me to deal with it systematically in the course of the time at my disposal. Und es ist mir nicht möglich, dieses Thema wirklich systematisch zu behandeln in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. I therefore propose to deal with the subject unsystematically. Deshalb schlage ich vor, dass ich dieses Thema unsystematisch behandeln werde. Not to say subjectively. Um nicht zu sagen subjektiv. I shall deal with it by telling you something about my own interaction with Western society. Ich werde es behandeln, indem ich Ihnen einiges von meiner eigenen Interaktion mit der westlichen Gesellschaft erzählen werde. After I had spent 20 years in the East. Nachdem ich 20 Jahre lang im Osten gewesen bin. I returned to England in 1964. 1964 kehrte ich nach England zurück. And in 1967 I started a new Buddhist movement. Und 1967 gründete ich eine neue buddhistische Bewegung. The Friends of the Western Buddhist Order. Die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens. Thus, after 20 years in the East. Somit nach 20 Jahren im Osten. 17 of them as a Buddhist monk. Von denen ich 17 als buddhistischer Mönch lebte. I was interacting with Western society. Befand ich mich in einer Wechselwirkung mit der westlichen Gesellschaft. After 20 years, that Western society seemed very strange to me. Nach diesen 20 Jahren erschien mir diese westliche Gesellschaft sehr eigenartig. Not only had I been living the simple life of a Buddhist monk. Ich hatte nicht nur das einfache Leben eines buddhistischen Mönches gelebt. I had been leading that life within the context of a traditional culture. Ich hatte dieses Leben überdies im Zusammenhang einer traditionellen Kultur geführt. And Western society was far from having a traditional culture. Und die westliche Gesellschaft war weit davon entfernt, noch eine traditionale oder traditionelle Kultur zu haben. Moreover, wartime austerity had been replaced by post-war prosperity. Noch mehr, die Härten des Krieges waren ersetzt worden durch den Wohlstand der Nachkriegszeit. Manners and morals had changed. Sitten und Umgangsformen hatten sich verändert. Not always for the better. Und nicht immer zum Besseren hin. People spoke differently. Die Menschen sprachen auf andere Weise. They dressed differently. Sie kleideten sich anders. And they behaved differently. Und sie verhielten sich anders. So this was the society with which I was now interacting. Dies also war die Gesellschaft, mit der ich nun in einer Wechselwirkung stand. This was the society with which, after my 20 years in the East, I was trying to integrate Buddhism. Dies war die Gesellschaft, in die ich nach meinen 20 Jahren im Osten versuchte, den Buddhismus zu integrieren. When I started the Friends of the Western Buddhist Order. Als ich die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens gründete. So, what was the initial point of my interaction? So, was war nun der Ausgangspunkt dieser Interaktion? My initial point of interaction was meditation. Der Ausgangspunkt meiner Interaktion, meiner Begegnung mit der westlichen Gesellschaft war Meditation. In 1967 I started conducting weekly meditation classes. 1967 begann ich wöchentliche Meditationsklassen zu leiten. I conducted them in a very tiny basement room in central London. Ich leitete sie in einem sehr kleinen Kellerraum im Zentrum von London. And subsequently I compared this room in which the FWBO began its existence to the catacombs. Und in der Folgezeit verglich ich diesen Raum, in dem die FWBO das Licht der Welt erblickten, mit den Katakomben. That is to say, the catacombs in which the early Christians took refuge from persecution. Das heißt, die Katakomben, in denen die frühen Christen Zuflucht von den Verfolgungen fanden. We were something of an underground movement. Wir waren so etwas wie eine Untergrundbewegung.
In these meditation classes I taught two methods of meditation. In diesen Meditationsklassen lehrte ich zwei Meditationspraktiken. I taught the awareness of in and out breathing. Ich lehrte die Praktik Gewahrsein beim Ein- und Ausatmen. Known in Pali as the Anapanasati. In Pali als Anapanasati. And I taught the development of universal friendliness. Und ich lehrte die Entwicklung von universeller liebender Güte. Or Metta Bhavana. Metta Bhavana. And these two methods are now taught throughout the FWPO. Und diese beiden Praktiken werden heute in den gesamten FWBO unterrichtet. I'm not going to elaborate on the subject of meditation. Ich werde allerdings das Thema der Meditation hier nicht weiter behandeln. Other speakers have touched upon it and will be touching upon it. Andere Sprecher haben darüber schon gesprochen und werden darüber noch sprechen. So I need not elaborate upon it. Also brauche ich dazu nichts weiter zu sagen. So I noticed that very soon the people attending these meditation classes began to experience the benefits of these practices. So bemerkte ich nun, dass sehr bald die Leute, die diese Klassen besuchten, begannen den Gewinn aus der Übung dieser Praktiken an sich selbst zu erfahren. Their minds became calmer and clearer. Ihr Geist wurde klarer und ruhiger. They felt happier. Sie fühlten sich glücklicher. And this, of course, was only to be expected. Und das war natürlich auch nur so zu erwarten. There are many definitions of meditation. Es gibt eine Vielzahl von Definitionen von Meditation. But the simple definition is that meditation is or consists in the raising of the level of consciousness by working directly on the mind itself. Eine einfache Definition von Meditation besteht darin, sie zu beschreiben als die Steigerung der Stufe von Bewusstheit, indem man direkt am Geist arbeitet. Thus, the integration of Buddhism into Western society involves, to begin with, somit schließt die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft zunächst einmal ein, the raising of the level of consciousness of at least some of the people who make up that society. Die Steigerung des Grads der Bewusstheit von mindestens einigen der Menschen, die zu dieser Gesellschaft gehören. Now, when I'd been conducting my meditation classes for a few months, the FWBO held the first of its retreats. Als ich nun solche Meditationsklassen einige Monate lang geleitet hatte, führten die FWBO den ersten ihrer Retreats, ihrer Zurückgezogenheiten durch. 15 or 20 of us spent a week together in the countryside. 15 oder 20 Leute von uns verbrachten eine Woche auf dem Lande miteinander. We spent part of our time meditating. Ein Teil unserer Zeit verbrachten wir damit zu meditieren. We spent part of it engaged in various devotional practices. Einen anderen Teil verbrachten wir damit, dass wir verschiedene devotionale Praktiken übten. And we spent some of it engaged in discussion of the Dharma. Und einen Teil verbrachten wir mit der Diskussion des Dharma. Some of the people on the retreat had come just because they wanted to deepen their experience of meditation. Einige Leute waren zu diesem Retreat nur deshalb gekommen, weil sie ihre Meditationserfahrung vertiefen wollten. And this they were able to do. Und sie waren auch in der Lage, das zu tun. But this was not all. Aber das war nicht alles. Those taking part in the retreat found that simply being away from the city. Diejenigen, die an diesem Retreat teilnahmen, empfanden das schon die Tatsache, dass sie von der Stadt entfernt waren. Away from their jobs. Aus ihrer Arbeit, von ihren Jobs away from their families. Von ihren Familien entfernt. And in the company of other Buddhists. Und in Gesellschaft anderer Buddhisten waren. And with nothing to think about except the Dharma. Und dass sie über nichts anderes nachdenken mussten als den Dharma. They found that this by itself was sufficient to raise their level of consciousness. Sie fanden, dass dies alleine schon ausreichte, um den Grad ihrer Bewusstheit zu steigern. So here then was another point of interaction. Hier also gab es einen anderen Punkt der Begegnung. The level of consciousness of the people who make up Western society. Der Grad der Bewusstheit jener Menschen, die die westliche Gesellschaft bilden, could be raised not only by meditation,
konnte nicht nur durch Meditation gesteigert werden, not only by working directly on the mind itself, nicht nur indem man direkt am Geist selber arbeitet, it could also be raised by changing the conditions under which those people lived. Er konnte auch gesteigert werden, indem wir die Bedingungen veränderten, unter denen diese Menschen lebten. It could be raised by changing the environment. Er konnte gesteigert werden durch eine Veränderung der Umgebung. It could be raised, at least to some extent, by changing society. Mindestens in einem gewissen Grade konnte er verändert werden, indem wir die Gesellschaft veränderten. The integration of Buddhism into Western society therefore involves changing Western society. Die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft schließt es darum ein, die westliche Gesellschaft zu verändern. Inasmuch as our level of consciousness is affected by external conditions. Insoweit der Grad unserer Bewusstheit von äußeren Bedingungen beeinflusst wird. It is not enough for us to work directly on the mind itself through meditation. In diesem Ausmaß genügt es für uns nicht, bloß direkt durch Meditation an unserem Geist zu arbeiten. As though it was possible for us to isolate ourselves from society or to ignore the conditions under which we and others live. Als ob es möglich wäre für uns, uns von der Gesellschaft zu isolieren und jene Bedingungen zu ignorieren, unter denen wir und andere leben. We must change Western society. Wir müssen die westliche Gesellschaft verändern. And change it in such a way as to make it easier for us to live within that society, lives dedicated to the Dharma. Und wir müssen sie in einer solchen Weise verändern, dass es leichter für uns wird, in dieser Gesellschaft ein Leben zu führen, das der Übung des Dharma gewidmet ist. To the extent that Western society has not been changed by Buddhism, to that extent Buddhism has not been integrated into Western society. In dem Ausmaß, im gleichen Ausmaß, wie die westliche Gesellschaft nicht durch den Buddhismus verändert wurde, in diesem Ausmaß ist der Buddhismus auch nicht in die westliche Gesellschaft integriert. In order to change Western society, it will be necessary for us to create Western Buddhist institutions. Um die westliche Gesellschaft zu verändern, wird es daher notwendig für uns sein, westliche buddhistische Institutionen zu schaffen. Western Buddhist lifestyles. Westliche buddhistische Lebensstile. I shall have something to say about some of these institutions in a minute. Über einige dieser Institutionen werde ich in Kürze einiges zu sagen haben. At the time I was conducting meditation classes and leading retreats, during the first few years of the FWBO's existence, I was also delivering public lectures. In diesen ersten Jahren der Existenz der FWBO, als ich Meditationsklassen und Retreats leitete, gab ich auch verschiedene Vorträge und Vorlesungen. In these lectures, I sought to communicate the fundamental ideas or fundamental concepts of Buddhism. In diesen Vorlesungen versuchte ich, die fundamentalen, die Grundideen und die Grundbegriffe des Buddhismus zu vermitteln. I sought to communicate them, moreover, in a way that was both intelligible to a Western audience and faithful to Buddhist tradition. Darüber hinaus versuchte ich sie in einer Weise zu vermitteln, die gleichermaßen verständlich für ein westliches Publikum war, wie auch treu gegenüber der buddhistischen Tradition. So here was yet another point of interaction with Western society. Hier also gab es einen anderen Punkt der Begegnung mit der westlichen Gesellschaft. The integration of Buddhism into Western society involves the introduction of Buddhist ideas into Western intellectual discourse. Die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft schließt darum ein, dass buddhistische Ideen in den westlichen intellektuellen Diskurs eingeführt werden. By Buddhist ideas, I do not mean doctrinal refinements. Mit buddhistischen Ideen meine ich hier nicht irgendwelche Lehrverfeinerungen or philosophical subtleties oder philosophische Spitzfindigkeiten. I mean ideas so fundamental. Ich meine Ideen, die so fundamental sind, that Buddhists themselves often take them for granted, dass die Buddhisten selber sie nur zu oft für selbstverständlich halten and fail to realize their full significance, und versäumen, ihre wahre Bedeutung zu erkennen. Such, for example, is the idea, the concept, that religion does not necessarily involve belief in the existence of God.
Von solcher Art ist zum Beispiel die Idee, dass Religion nicht notwendigerweise den Glauben an einen Gott einschließt. It does not necessarily involve belief in the existence of a creator and ruler of the universe. Sie schließt also nicht notwendigerweise den Glauben an die Existenz eines Schöpfers und Herrschers der Welt ein. As well as the idea that it is possible for us to lead an ethical and spiritual life and to raise the level of one's consciousness without invoking the aid of any outside supernatural power. Und dass sie also auch nicht die Idee einschließt, dass es für uns ohne die Hilfe einer übernatürlichen, größeren Macht nicht möglich wäre, ein ethisches Leben zu führen. If Buddhism is to be integrated into Western society, wenn also der Buddhismus in die westliche Gesellschaft integriert werden soll, ideas, concepts of this fundamental kind, dann müssen Ideen und Begriffe von dieser grundlegenden Art will have to become familiar to all educated Europeans and Americans. Allen gebildeten Europäern und Amerikanern bekannt werden. But to return to Western Buddhist institutions. Um aber nun zu westlichen buddhistischen Institutionen zurückzukehren. To return to the institutions which we must create if Western society is to be changed and if Buddhism is to be integrated into that society. Und um damit zu den Institutionen zurückzukehren, die wir schaffen müssen, wenn wir den Buddhismus in die westliche Gesellschaft integrieren wollen. When the FWBO had held a few retreats, als die FWBO einige solcher Retreats gehalten hatten, some of the people who had taken part in them, fanden einige der Leute, die daran teilgenommen hatten, who had taken part in them regularly, und zwar regelmäßig an ihnen teilgenommen hatten, started to feel that they wanted to prolong that experience. Da fanden diese Leute, dass sie den Wunsch empfanden, diese Erfahrung zu verlängern und auszudehnen. They wanted to live with other Buddhists. Sie hatten den Wunsch, mit anderen Buddhisten zusammenzuleben. They wanted to have more time for the practice of the Dharma. Und sie wollten mehr Zeit für die Übung des Dharma haben. So in this way there came into existence what came to be called residential spiritual communities. Auf diese Weise entstand daher das, was wir später spirituelle Wohngemeinschaften nannten. The members of these communities meditated together every morning. Die Angehörigen dieser Wohngemeinschaften meditierten morgens gemeinsam miteinander. They ate together. Sie aßen miteinander. They studied the Dharma together. Sie studierten den Dharma miteinander. They encouraged one another in their Buddhist life. Sie ermutigten einander in ihrem buddhistischen Leben. And when necessary, they confessed to one another. Und wenn es nötig war, gestanden sie einander ihre Fehler ein. That was 20 or more years ago. Das war so vor 20 und mehr Jahren. Now, the FWBO has scores of residential spiritual communities. Nun, mittlerweile gibt es in den FWBO eine Menge solcher spiritueller Wohngemeinschaften. In a number of countries. In einer Vielzahl von Ländern. Some of these communities are small. Einige dieser Gemeinschaften sind sehr klein. Some are large. Einige sind groß. Up to 30 people. Bis zu 30 Leuten. Some community members have outside jobs, that is to say secular jobs in the outside world. Einige Mitglieder dieser Wohngemeinschaften gehen ihrer Arbeit in der normalen äußerlichen Welt. While others work full-time within the FWBO. Während andere die ganze Zeit für die FWBO arbeiten. The most successful and perhaps the most typical kind of FWBO spiritual community is what we call the single sex community. Die erfolgreichste und vielleicht auch die typischste Art der FWBO-Wohngemeinschaft ist das, was wir als Wohngemeinschaft mit Mitgliedern gleichen Geschlechtes bezeichnen. A community consisting either of men only or women only. Das heißt also eine Wohngemeinschaft, zu der entweder nur Männer oder nur Frauen gehören. We have had some mixed communities in the past. Huh? Wir hatten in der Vergangenheit einige gemischte That's mixed Wohngemeinschaften. Sex communities, huh? Das heißt also geschlechtsgemischte. Including those containing families. Und darunter auch solche, zu denen ganze Familien gehören. But we've found that they've not worked very well as communities and they've not lasted very long. Aber wir fanden heraus, dass sie als Wohngemeinschaften nicht sehr gut funktionierten und dass sie nicht sehr beständig waren. However,
Some women's communities contain both mothers and children. Wie dem auch sei, einige der Frauenwohngemeinschaften enthalten sowohl Frauen wie auch ihre Kinder. Small children. Kleine Kinder. And this arrangement does seem to work quite well. Und diese Art scheint ziemlich gut zu funktionieren. Thus, we change Western society. Somit wandeln wir die westliche Gesellschaft, thereby integrating Buddhism into that society, und integrieren dabei den Buddhismus in diese Gesellschaft, by creating Western Buddhist institutions, indem wir westliche buddhistische Institutionen schaffen. In this case, the institution of the residential spiritual community. In diesem Fall also die Institution der spirituellen Wohngemeinschaft. Another Western Buddhist institution is what we call the team-based right livelihood business. Eine andere westliche buddhistische Institution ist das, was wir die Unternehmung rechten Lebenserwerbs auf Teambasis nennen. Here, the point of interaction with Western society is economic. Hier ist der Schnittpunkt oder der Punkt der Begegnung mit der westlichen Gesellschaft ökonomischer Art. Some of the people who were living together in FWBO residential spiritual communities, but who had outside jobs, started to feel that they wanted to work together. Manche Leute, die in FWBO-Wohngemeinschaften lebten, aber einer Arbeit draußen in der Welt nachging, empfanden, dass sie den Wunsch hatten, mit anderen FWBO-Angehörigen zusammenzuarbeiten. In some cases, this was because their present job was not very ethical. In einigen Fällen war das so, weil ihre gegenwärtige Arbeit nicht sehr ethisch war. Ein Buddhism, as I'm sure most of you know, attaches great importance to what it calls right means of livelihood. Und wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, betont der Buddhismus sehr stark die rechten Mittel des Lebenserwerbs. Right means of livelihood is the fifth step of the Buddha's noble eightfold path. Die rechten Mittel des Lebenserwerbs sind die fünfte Stufe des edlen achtfältigen Pfades des Buddha. Thus, there came into existence the first of what came to be called the FWBO's team-based right livelihood businesses. Somit entstand das erste Unternehmen der Art, die wir dann später die Unternehmungen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis nannten. They were team-based because they consisted of a number of Buddhists working together. Sie arbeiteten auf Teambasis, weil sie aus einer Reihe von Buddhisten bestanden, die gemeinsam miteinander arbeiteten. They worked together along broadly cooperative lines. Und sie arbeiteten in grob kooperativer Weise zusammen. And they were right livelihood businesses because they operated in accordance with Buddhist ethical principles. Und sie waren Unternehmungen rechten Lebenserwerbs, weil sie im Einklang mit buddhistischen ethischen Prinzipien arbeiteten. But there was another factor in their genesis. Aber bei ihrer Entstehung gab es noch einen anderen Faktor. In 1975, the FWBO embarked on the creation of Sukhavati in East London. Im Jahre 1975 begann die FWBO mit dem Aufbau von Sukhavati in Ost-London. At present, Sukhavati is the second largest of the FWBO's urban centers. Zurzeit ist Sukhavati das zweitgrößte der städtischen Zentren der FWBO. And for the creation of Sukhavati, huge sums of money were needed. Und für den Aufbau von Sukhavati benötigten wir große Mengen Geld. Instead of appealing for help to wealthy Buddhists in the East, the FWBO raised the money itself. Statt um die Hilfe reicher Buddhisten im Osten zu bitten, sammelten die FWBO das Geld selber. And it raised that money partly by setting up team-based right livelihood businesses which donated their profits towards the creation of Sukhavati. Und sie sammelten dieses Geld zusammen im Wesentlichen dadurch, dass sie Unternehmungen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis gründeten, die ihren Gewinn für den Aufbau von Sukhavati spendeten. And such right livelihood businesses thus came to do
four things. Und somit entstand es, dass die Unternehmung des rechten Lebenserwerbs vier verschiedene Dinge leisteten. First of all, they provided those working in them with material support. Zunächst einmal versahen sie diejenigen, die in ihnen arbeiteten, mit ihrer materiellen Unterstützung. They provided them with a livelihood. Mit ihrem Lebensunterhalt. And secondly, they enabled Buddhists to work with one another. Zweitens ermöglichten sie es den Buddhisten, zusammenzuarbeiten. Thirdly, they conducted themselves in accordance with Buddhist ethical principles. Drittens wurden sie im Einklang mit buddhistischen ethischen Prinzipien geführt. And they gave financial support to Buddhist and humanitarian activities. Und sie unterstützten finanziell gleichermaßen buddhistische wie allgemein humanitäre Aktivitäten. Over the years, im Laufe der Jahre, the FWO has set up a number of team-based right livelihood businesses. Haben die FWO eine ganze Anzahl von Unternehmungen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis gegründet. Some of which have done extremely well. Einige von denen waren sehr erfolgreich. One particular FWO right livelihood business is currently employs more than 60 people. Insbesondere eines dieser Unternehmungen beschäftigt zurzeit mehr als 60 Mitarbeiter. And it has an annual turnover of 2 million pounds sterling. Und es hat einen jährlichen Umsatz von ungefähr 2 Millionen englischen Pfund. I should like just to add something here. Hier möchte ich etwas dazufügen. And that is with regards to Hakuin. Und das hat mit Hakuin zu tun. As far as I can see, Hakuin is a Buddhist right livelihood team-based business. Soweit ich sehen kann, ist Hakuin ein Unternehmen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis. And I should like to express my personal appreciation of the fact that the members of Hakuin have been providing we speakers with our lunches and suppers for the last few days. Und ich möchte meinen besonderen persönlichen Dank ausdrücken, dass die Angehörigen von Hakuin die Sprecher dieses Kongresses mit Mittagessen und Abendessen im Laufe dieser Tage versehen haben. I congratulate them on having a team-based right livelihood business right here in the heart of Berlin. Und ich gratuliere Ihnen dafür, dass Sie ein solches Unternehmen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis mitten hier im Herz von Berlin haben. And I express my personal appreciation for their donor. Und ich danke persönlich für Ihren Dana, which was really excellent, der ausgezeichnet war. So, we can now begin to see what the integration of Buddhism into Western society actually involves. Wir können nun allmählich sehen, was die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft tatsächlich einschließt. There is what we may term psychological integration. Da ist das, was wir zum Beispiel psychologische Integration nennen können. Consisting in the raising of the level of consciousness of at least some of the people who make up that society, that Western society. Psychologische Integration, die darin besteht, den Grad des Bewusstseins zumindest von manchen der Leute zu steigern, die in dieser Gesellschaft leben. The level of consciousness is raised by meditation. Und der Grad von Bewusstheit wird durch Meditation gesteigert. Or working directly on the mind itself. Das heißt, direkt am Geist zu arbeiten. As well as it's raised by various indirect methods, such as Hatha Yoga. Darüber hinaus wird er durch verschiedene indirekte Methoden gesteigert, wie zum Beispiel Hatha Yoga, Tai Chi Chuan, and others I've not had time to mention. Und andere, die ich hier nicht weiter berühren kann. I should perhaps mention flower arrangement. Vielleicht sollte ich das Blumenarrangieren. Because I was one of those who enjoyed the very beautiful and meditative flower arrangement, which we were able to witness on the first evening of this convention. Denn ich gehöre zu denen, die es sehr geschätzt haben, dieses meditative und sehr schöne Arrangieren der Blumen, das wir am ersten Abend dieses Kongresses erleben konnten. Moreover, since the level of consciousness is affected by the conditions under which we live, da aber der Grad der Bewusstheit berührt wird und beeinflusst wird durch die Bedingungen, unter denen wir leben, we have to change those conditions. Müssen wir diese Bedingungen verändern. We have to change Western society. Wir müssen also die westliche Gesellschaft verändern. And in order to change Western society, we shall have to create Western Buddhist institutions. Und um die westliche Gesellschaft zu verändern, müssen wir westliche buddhistische Institutionen schaffen. We shall have to create, for example, zum Beispiel müssen wir residential communities, spirituelle Wohngemeinschaften schaffen and team-based right livelihood businesses. Und Unternehmungen rechten Lebenserwerbs auf Teambasis. We shall also have to integrate Buddhism into Western society intellectually.
Wir müssen auch den Buddhismus auf intellektuelle Weise in die westliche Gesellschaft integrieren. By introducing the fundamental ideas, the fundamental concepts of Buddhism into Western intellectual discourse. Indem wir die Grundideen und Grundbegriffe des Buddhismus in den westlichen intellektuellen Diskurs einführen. Unless we do these things, wenn wir diese Dinge nicht tun, there can be no question of any integration of Buddhism into Western society. Dann kann überhaupt keine Rede davon sein, dass wir den Buddhismus in die westliche Gesellschaft integrieren. And all talk of such integration will be so much hot air. Und jedes Reden über eine solche Integration wäre nichts als heiße Luft. But there is one kind of integration of which I have not spoken. Aber es gibt eine Art der Integration, über die ich noch nicht gesprochen habe. Even though it is the most important of all. Obwohl es die wichtigste von allen ist. The most important of all in the sense that other kinds of integration of Buddhism into Western society cannot exist without it. Und es ist die wichtigste dieser Integration, weil alle anderen Arten der Integration ohne sie nicht existieren können. The most important integration of all is the integration of the individual. Und die wichtigste aller dieser Integrationen ist die Integration des Individuums. That is of the individual Buddhist. Das heißt, die Integration des individuellen Buddhisten into Western society. In die westliche Gesellschaft. It is after all the individual Buddhist who meditates. Schließlich ist es der individuelle Buddhist, der meditiert. Meditation is not just an abstraction. Aber diese Meditation ist nicht einfach im Abstraktum. People who meditate. Es sind Menschen, die meditieren. Individuals who meditate. Individuen, die meditieren. In the same way, it's the individual Buddhist who goes on retreat. Und in gleicher Weise sind es die individuellen Buddhisten, die auf Retreat gehen. Who lives in a spiritual community. Die in spirituellen Wohngemeinschaften leben. Or works in a right livelihood business. Oder in Unternehmungen rechten Lebenserwerbs. Or who communicates the fundamental ideas of Buddhism. Oder die die Grundideen des Buddhismus vermitteln. So, without the individual Buddhist, ohne die individuellen Buddhisten also, there can be no integration of Buddhism into Western society. Kann es keinerlei Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft geben. But what is a Buddhist? Was ist ein Buddhist? Well, first of all, let me say what a Buddhist is not. Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, was ein Buddhist nicht ist. A Buddhist is not someone who has merely been born into a Buddhist family in a Buddhist country. Ein Buddhist ist nicht jemand, der einfach bloß in eine buddhistische Familie in einem buddhistischen Land hineingeboren wurde. Nor is a Buddhist someone who has merely made an academic study of Buddhism. Noch ist ein Buddhist jemand, der bloß ein akademisches Studium des Buddhismus gemacht hat. And who knows all about its history and doctrines. Und der alles über seine Geschichte und seine Doktrinen weiß. Similarly, a Buddhist is not someone who merely dabbles in Buddhism. Und ein Buddhist ist auch nicht jemand, der einfach bloß im Buddhismus dilettiert. Who has a smattering of knowledge about it. Der ein bisschen darüber weiß. Who airs purely subjective views on the subject. Und der seine bloß subjektiven Ansichten über das Thema verbreitet. Who mixes Buddhism up with Christianity. Oder der Buddhismus mit Christentum vermischt. Or mixes it up with Vedanta. Oder mit Vedanta. Or with New Age ism, as we may call Oder it. Mit verschiedenen New Age Anschauungen. Or what not. Oder was auch immer. So, what then is a Buddhist? Was also ist ein Buddhist? A Buddhist is someone who goes for refuge. Ein Buddhist ist jemand, der Zuflucht nimmt. A Buddhist is someone who goes for refuge to the Buddha. Ein Buddhist ist jemand, der Zuflucht zum Buddha nimmt. Who goes for refuge to the Dharma. Der Zuflucht zum Dharma nimmt. And to the Sangha. Und zum Sangha. And who, as an expression of that going for refuge, und er als Ausdruck dieser Zufluchtnahme seeks to observe the ethical precepts of Buddhism. Sich darum bemüht, die ethischen Vorsätze des Buddhismus zu beachten. Going for refuge to the Buddha means accepting the Buddha and no other as one's ultimate spiritual guide and exemplar. Zum Buddha Zuflucht nehmen heißt, den Buddha und niemanden sonst als seinen spirituellen Führer und als Vorbild anzunehmen. Going for refuge to the Dharma, zum Dharma Zuflucht nehmen, means doing one's utmost to understand, practice and realize the fundamental import of the Buddha's teaching. Also zum Dharma Zuflucht nehmen heißt sein Äußerstes tun, to understand, zu verstehen, to practice, zu üben, and to realize
und zu verwirklichen, the fundamental import of the Buddha's teaching. Und zwar die fundamentale Bedeutung der Lehre des Buddha. Going for refuge to the Sangha, zum Sangha Zuflucht nehmen, means looking for inspiration, heißt Inspiration dort suchen, and looking for guidance, und Führung suchen, to those followers of the Buddha, bei jenen Schülern des Buddha, both past and present, der Vergangenheit und der Gegenwart, who are spiritually more advanced than oneself, die spirituell weiter fortgeschritten sind als man selbst. The ethical precepts that one observes, die ethischen Vorsätze, die man beachtet, as an expression and as a reinforcement, als Ausdruck und Verstärkung of that threefold going for refuge, dieser dreifachen Zufluchtnahme, are the precept of reverence for life, sind die Vorsätze des Schutzes des Lebens, the precept of generosity, giving, der Vorsatz der Großzügigkeit, des Gebens, the precept of content, der Vorsatz der Zufriedenheit, Genügsamkeit, and the precepts of truthful, und der Vorsatz von wahrhaftiger, gracious, freundlicher, helpful, hilfreicher and harmonious speech, und harmonischer Rede and so on. Und so weiter. The word refuge, das Wort Zuflucht, which is the literal translation of the original Indic term, dass die wörtliche Übersetzung des originalen indischen Wortes ist, is liable to be misunderstood. Dieses Wort kann sehr leicht missverstanden werden. It does not have connotations of running away. Es hat keinerlei Nebenbedeutung des Weglaufens. It does not have connotations of seeking escape from the harsh realities of life. Es hat keinerlei Nebenbedeutung der Flucht aus den harten Realitäten des Lebens, through losing oneself in pseudo-spiritual fantasies, indem man sich etwa in pseudo-spirituellen Fantasien verliert. Rather, does it represent one, vielmehr verkörpert es erstens die Anerkennung mit ganzem Herzen der Tatsache, that permanence, dass Beständigkeit, Identität, unalloyed bliss, vollkommenes Glück and pure beauty, und reine Schönheit, are not to be found anywhere in mundane existence, nirgends in der weltlichen Existenz zu finden sind, but found only in the transcendental nirvanic realm, sondern nur im transzendentalen nirvanischen Bereich zu finden sind. And secondly, it consists in the wholehearted resolve, und zweitens besteht es in dem Entschluss mit ganzem Herzen, to make the great transition, diesen großen Übergang zu machen, from the one to the other, von einem zum anderen, from the mundane to the transcendental, vom Weltlichen zum Transzendentalen. Such is the Buddhist. So also ist ein Buddhist. Such is the individual, von solcher Art ist das Individuum, without whom, ohne das, there can be no integration of Buddhism into Western society. Ohne dass es keinerlei Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft geben kann. But, aber, another but, huh? Noch ein Aber. The individual, das Individuum, the individual Buddhist, der individuelle Buddhist, does not go for refuge, nimmt seine Zuflucht oder to ihre the Buddha, Zuflucht, the Dharma and the Sangha, zum Buddha, zum Dharma und Sangha, alone or in isolation, alleine oder isoliert. He or she, er goes for refuge, er oder sie nehmen Zuflucht in the company, in Gesellschaft of other individuals who also go for refuge, in Gesellschaft anderer Individuen, die ebenfalls Zuflucht nehmen. Thus he or she is a member of the Sangha or spiritual community. Somit ist er oder sie ein Mitglied eines Sangha oder einer spirituellen Gemeinschaft, in the wider sense, im weitesten Sinne. And it is this Sangha, und es ist dieser Sangha, this Sangha in the wider sense, dieser Sangha im weitesten Sinne, not so much the individual Buddhist alone or in isolation, und nicht so sehr der einzelne Buddhist alleine oder in Isolation, that raises the level of consciousness of people living in Western society, der den Grad der Bewusstheit der Menschen in der westlichen Gesellschaft steigert, that changes that society by creating Western Buddhist institutions, der diese Gesellschaft verändert, indem sie westliche buddhistische Institutionen schaffen, and that introduces the fundamental ideas of Buddhism into Western intellectual discourse, und der die Grundideen des Buddhismus in den westlichen intellektuellen Diskurs einführt. It is this wider spiritual community, es ist diese weitere spirituelle Gemeinschaft, that effects the psychological, social
an economic integration of Buddhism into Western society. Das bringt mich zu einem sehr wichtigen Aspekt der Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft. It also brings me very nearly to the end of this talk. Und es bringt mich auch sehr nah ans Ende dieses Vortrags. At the time that I started the FWPO, a Buddhist movement had been in existence in Britain for about 50 years. Zur Zeit, als ich die FWBO gründete, gab es in Großbritannien schon eine buddhistische Bewegung seit ungefähr 50 Jahren. It was a very small movement. Es war eine sehr kleine Bewegung. And one of the reasons for its smallness, und einer der Gründe für ihre geringe Größe, was that it was to a great extent controlled by people who, those sympathetic to Buddhism, were not actually Buddhists. Einer dieser Gründe lag darin, dass sie zu einem großen Teil von Leuten kontrolliert oder geleitet wurde, die zwar dem Buddhismus freundlich gegenüberstanden, aber selbst keine Buddhisten waren. And who therefore could not bring to the work of making known the Dharma the energy and conviction of Buddhists. Und die deshalb für die Arbeit, den Dharma zu verbreiten, nicht die gleiche Energie und Kraft bringen konnten, die überzeugte, erklärte Buddhisten hätten bringen können. A year after starting the FWBO, ein Jahr nach Gründung der FWBO, I therefore founded not another Buddhist society. Gründete ich also nicht eine andere, neue buddhistische Gesellschaft. Instead, I founded a spiritual community. Sondern ich gründete eine spirituelle Gemeinschaft, a Sangha, ein Sangha, an order. Einen Orden. I founded the Western Buddhist Order or WBO. Ich gründete den westlichen buddhistischen Orden oder WBO, known in India as Trilokya Bodh Mahasangha, der in Indien als Trilokya Bodh Mahasangha bekannt ist. All the members of which are Buddhists. Und alle seine Mitglieder sind Buddhisten. In the sense that they all go for refuge to the Buddha. Sie sind Buddhisten in dem Sinne, dass sie alle Zuflucht zum Buddha nehmen. The Dharma, zum Dharma, and the Sangha, und zum Sangha, and all undertake to observe the 10 precepts of ethical behavior. Und dass sie sich alle bemühen, die 10 Vorsätze ethischen Verhaltens zu beachten. It is this order that directs FWBO activities. Es ist dieser Orden, der FWBO-Aktivitäten leitet. And institutions und Einrichtungen in more than a dozen countries. In mehr als einem Dutzend Ländern. Including Germany, wozu auch Deutschland gehört, and which I believe offers a paradigm for the integration of Buddhism into Western society. Und der nach meiner Überzeugung ein Paradigma bietet für die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft. Without such an order, ohne einen solchen Orden, the common membership of which enables individual Buddhists to cooperate on the closest terms. Ohne einen solchen Orden, in dem die gemeinsame Zugehörigkeit Buddhisten dazu befähigt, zusammenzuarbeiten, there can be no integration of Buddhism into Western society, such as I have described. Kann es keinerlei Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft geben, wie ich sie beschrieben habe. It is therefore good to know, darum ist es gut zu wissen, that membership of the European Buddhist Union, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Buddhistischen Union, which together with the German Buddhist Union has organized this Congress, die zusammen mit der Deutschen Buddhistischen Union diesen Kongress organisiert and organized hat it so efficiently and beautifully, und ihn so wirkungsvoll und schön organisiert open hat, only to Buddhist organizations, dass Mitgliedschaft darin nur für buddhistische Organisationen whose membership is predominantly Buddhist, zu der also vorwiegend Buddhisten gehören, and whose council or board is under the control of professed Buddhists, und deren beschließende und entscheidende Organe von erklärten Buddhisten geleitet werden. This is a move in the right direction. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. And one that augurs well for the future of Buddhism in Europe. Und einer, der viel versprechen lässt für die Zukunft des Buddhismus in Europa. But aber seems to be a lot of buts in this lecture. Es scheint eine ganze Menge Abers in dieser Vorlesung zu geben. But while there can be no integration of Buddhism into Western society without an order, während es keinerlei Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft ohne einen Orden geben kann, equally, that order itself must be an integrated order. Muss auch dieser Orden selbst ein integrierter Orden sein. In the sense of being without serious internal divisions. Das heißt, in dem Sinne integriert, dass es dort keine ernsthaften inneren Spaltungen gibt. That is, divisions between Buddhists of different kinds. Also Spaltungen zwischen Buddhisten verschiedener Art. It must be a unified order. Es muss ein einheitlicher Orden sein. The Western Buddhist Order is a unified order in three important respects. Der westliche buddhistische Orden ist ein einheitlicher Orden in drei
wichtigen Hinsichten. Firstly, it is an order of Buddhists. Zunächst einmal ist es ein Orden von Buddhisten. It is an order of individuals who go for refuge to the Buddha, the Dharma and the Sangha. Es ist ein Orden von Individuen, die Zuflucht nehmen zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha. And who undertake to observe the 10 ethical precepts. Und die sich vornehmen, die 10 ethischen Vorsätze zu beachten. It is not a monastic order. Es ist kein monastischer Orden. It is not a lay order or lay movement. Es ist kein Laienorden oder eine Laienbewegung. Which is why the FWPO is neither a monastic movement nor a lay movement. Und es ist aus diesem Grunde, dass die FWBO weder eine monastische noch eine Laienbewegung ist. It's just a Buddhist movement. Es ist einfach eine buddhistische Bewegung. In the sense that I've defined. In dem Sinne, wie ich es definiert habe. In the WBO and FWBO commitment, in the sense of going for refuge. In den FWBO gilt Entschiedenheit, Commitment im Sinne von Zufluchtnahme is primary. Als primär. And lifestyle, und Lebensstil in the sense of living more as a monk or nun or more as a layman or laywoman is secondary. Lebensstil in dem Sinne, ob man eher als Mann, Mönch oder Laie lebt, ist sekundär. This does not mean that lifestyle is unimportant. Das heißt aber nicht, dass der Lebensstil unwichtig wäre. It only means that lifestyle is less important than commitment or going for refuge. Sondern es bedeutet bloß, dass der Lebensstil selber weniger wichtig ist als die Entschiedenheit oder Zufluchtnahme. The act of going for refuge being the central or definitive act of the Buddhist life. Der Akt der Zufluchtnahme selber ist der zentrale oder der entscheidende Akt, die entscheidende Handlung des buddhistischen Lebens. And as such the fundamental basis of unity and union among Buddhists. Und als solcher ist er die fundamentale Basis der Einheit und Vereinigung unter Buddhisten. Secondly, zweitens, the Western Buddhist order is an order of both men and women. Der westliche buddhistische Orden ist ein Orden, zu dem gleichermaßen Männer und Frauen gehören. Who are admitted on equal terms. Die auf, mit gleichem Recht zugelassen sind. Men and women receive the same ordination. Männer und Frauen erhalten die gleiche Ordination. Engage in the same spiritual practices. Sie üben die gleichen Praktiken. And undertake the same organizational responsibilities. Und sie übernehmen die gleichen organisatorischen Verantwortlichkeiten. Thirdly and lastly. Drittens und letztens. The Western Buddhist order is not a sectarian order. Der westliche buddhistische Orden ist kein sektiererischer Orden. In the sense that it does not identify itself with any one form of Buddhism. Und zwar in dem Sinne, dass er sich nicht mit irgendeiner besonderen Form des Buddhismus identifiziert. Instead, stattdessen, it rejoices in the riches. Stattdessen preist er den Reichtümer of the whole Buddhist tradition, der gesamten buddhistischen Tradition, and seeks to draw from those riches. Und er versucht aus diesen Reichtümern whatever is of value for his own practice of the Dharma here in the West. Das auszuwählen und herauszuziehen, was immer von Wert für seine Praktik des Dharma hier im Westen ist. Thus, the Western Buddhist order is a unified order. In solchem Sinne ist der westliche buddhistische Orden ein einheitlicher Orden. It is an integrated order. Ein integrierter Orden. And because it's an integrated order, it has been able to make its own contribution to the integration of Buddhism into Western society. Und weil er ein solchermaßen integrierter Orden ist, war er in der Lage, seinen Beitrag zu leisten für die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft. And indeed been able to offer perhaps a paradigm for that integration. Und er war vielleicht in der Lage, auch ein Paradigma anzubieten für diese Integration. As I observed at the beginning of this talk, wie ich eingangs dieses Vortrags bemerkt habe, the integration of Buddhism into Western society is a big subject. Ist die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft ein großes Thema. And I hope, und ich hoffe, that by telling you the story of my own and the FWBO's, dass ich dadurch, dass ich Ihnen diese Geschichte meiner eigenen und des FWBO Interaktion mit der westlichen Gesellschaft erzählt habe, I've been able to shed at least some light on it. Dass ich dadurch in der Lage war, wenigstens einiges Licht auf diese Integration zu werfen. This Congress is being held in Berlin. Dieser Kongress wird in Berlin abgehalten. And I am addressing you not far from the area which, und ich spreche zu Ihnen nicht sehr weit entfernt von jener Gegend, 3 years ago, wo vor 3 Jahren saw the dismantling of a notorious symbol of disunion and disintegration. Wo wir vor 3 Jahren die
den Abbruch eines notorischen Beispiels für Uneinigkeit und Nichtintegration miterleben konnten. Happily, East and West Berlin. Auf glückliche Weise sind Ost- und West-Berlin and East and West Germany und Ost- und Westdeutschland are now unified. Nun vereinigt. Or as we may say, integrated. Oder wie wir vielleicht auch sagen können, integriert. We, the Buddhists of Europe and America, wir, die Buddhisten von Europa und von Amerika, are concerned with a different kind of integration. Haben mit einer ganz anderen Art der Integration zu tun. The integration of Buddhism into Western society. Und zwar mit der Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft. Let us therefore do away with our own divisions. Schieben wir darum unsere eigenen Teilungen zur Seite. Machen wir ein Ende mit ihnen. Let us do away with the divisions between monastic and lay Buddhists. Machen wir ein Ende mit jenen Spaltungen zwischen monastischen und Laien Buddhisten. Between first class and second class Buddhists. Zwischen Buddhisten erster Klasse und Buddhisten zweiter Klasse. Between men and women Buddhists. Zwischen Buddhisten, die Frauen sind, und Buddhisten, die Männer sind. And between the followers of different sects and schools of Buddhism. Und zwischen den Anhängern verschiedener Schulen und Richtungen des Buddhismus. Let us have an integrated Buddhism. Lassen wir einen integrierten Buddhismus schaffen. And an integrated Buddhist community. Und eine integrierte buddhistische Gemeinschaft. Let us base ourselves. Lassen wir uns selbst gründen. Firmly and unshakably. Fest und unerschütterlich. On our common going for refuge. Auf unserer gemeinsamen Zufluchtnahme to the Buddha, zum Buddha, the Dharma, zum Dharma and the Sangha. Und zum Sangha. One last word. Ein letztes Wort. I have spoken on the integration of Buddhism into Western society. Ich habe über die Integration des Buddhismus in die westliche Gesellschaft gesprochen. Because that was what I was asked to speak on. Weil das Thema war, über das ich gebeten wurde zu sprechen. By the organizers. Und zwar von den Organisatoren des Kongresses. But as my talk proceeded, aber als mein Vortrag weiter fortschritt, it will have become obvious to you, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, that what we really have to do, dass das, was wir wirklich tun müssen, is to integrate Western society into Buddhism. Die Integration der westlichen Gesellschaft in den Buddhismus ist. There is much in Western society that needs changing. Es gibt vieles in der westlichen Gesellschaft, das verändert werden muss. Buddhism can help us change it. Und der Buddhismus kann uns helfen, dies zu tun. May this Congress be a step in that direction. Möge dieser Kongress ein Schritt in diese Richtung sein.